Jawohl. Servus, grüß euch wieder einmal. So, wir haben den Holzerrassen, Windwurf, Aufarbeitung. Ja, ihr seht das im Hintergrund schon bei mir. Windwurf, Aufarbeitung. Liegt schon seit ein paar Zeitl da. Ne? Und jetzt greifen wir so. Und da herin ist nichts erschlossen. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas rausschneiden. Und noch, die wir schon wieder im Windwurf aufarbeiten. Ne? Seht ihr das im Hintergrund? Ich zeige euch einmal, welchen Baum das umgehauen hat. Falschen hat es nicht erwischt. Aber ich zeige euch einmal, welche Baum das erwischt hat. Nicht? Also greifen wir auf. So, sieht man schon. Schon eine dicke Baschel, wenn man sich so schaut. Ich meine, ich hatte 75er Durchmesser, sowas. Hat richtig schön angesprengt. Naturgewalten, schaut das euch an. Wahnsinn. Ne? Aber wenn man da reinschaut, ist er da, ja, ist eh hohl. Da ist irgendein Wespennest drin gewesen oder sind Ameisen, komplett hohl. Also, Falschen hat es nicht erwischt, zwar Starkholz, aber Falschen hat es nicht erwischt. Der auch total fahrlich, zack, Kreuz überquert, dann hat es noch ein paar drüber gehauen. Da ist noch ein Gipfel erinnert, dann hat es da zwei angesprengt, schaut das euch an. Oh, Bruder! Wahnsinn! Gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Ja. Da liegen Gipfel herunter. Oh, die sind Gipfel. Ja, die sind kein Baum, nicht, die sind Gipfel. Und da oben. Angeschnalzt. Bumm! Ja. Da hinten geht es weiter. Länger gekreuzt und quer. Da geht es wieder weiter. Da haben wir ein bisschen ein paar Tage was zum tun. Und voll geknallt. Wenn man da reinschaut, sind auch viel geknallt. Vielleicht auch schon das Harz raus. Naja. Das Zeug. Warum liegt das alleweil ein bisschen bei mir? Ganz einfach. Umso länger das liegt, umso weniger ist Spannung mehr drin im Holz. Ja? Wenn es das gleich rausreißt, wie es angeschnalzt hat, das Sturmzeug, dann ist es viel gefährlicher. Das hat ich jetzt gespannt. Ja? Ich bin ein paar Mal das rausgerissen, habe gleich nach dem Sturm, weil manchmal aufräumen, das taugt nichts. So längst dort, dann geht Spannung raus. Also, das habe ich jetzt nicht gemeint. So, jetzt tue ich weiter. Anstocker. Auslasten. Weiter geht's. Auch wenn du das nicht meinst. Aber viel weniger Spannung, weil wenn ich es gleich arbeite. Einfach durchschneiden. Was man da schon zerzwickt hat, wisst ihr, eins darfst du nicht vergessen. Ich bin kein Fachmann. Nicht? Ich bin kein Fachmann. Und darum sind das auch keine Lehrvideos, sondern ich versuche den Wald so zu unterhalten, weil es andere nicht gemacht haben. Nicht? Ich bin kein Fachmann. Also wer glaubt, der kann das nachmachen, was ich mache, darf ich nicht empfehlen. Kein Fachmann. Ich habe zwar viele Kurse gemacht, viel Zeug, wirklich. Aber ein klärender Depp. Sagen wir es so, wie es ist. So,
weiter aufarbeiten. Ein wunderbarer Stamm. Ich schaue sie dann auf Sägewerkkaffee. So viel Stamm, weil ich daheim länger habe, da kann ich gar nicht alle schneiden, weil ich alle am Sägewerk schneiden will, weil es mir einfach so taugt. Nicht? Ich sag's euch ganz ehrlich. Eine schöne Lattlasser schneiden oder Kanthölzel, da kannst du wieder was bauen. Das ist eine wahre Freude. Nicht? Und dafür hat er nicht einmal grobe Äste. Schaut es euch an. Pass auf, zeig ich euch. Klar, ist er nicht der Beste. Da drinnen ist ein E-Faul oder was das ist. Da haben sie aufgearbeitet, die ganzen Viecherle. Ein paar, ein bisschen ein Stückchen noch weggenommen wird, das ist ein Brennholz. Und dann kannst du sauber, ist gerade der Stamm, fast Ostrein bis Viere. Dann kannst du sauber eine Kanthölzlasser machen. Ne? Ja, da liegen noch Eschen dort, sicher. Die haben wir aufs Sägewerk. Das ist zwar schwache Eschen, aber die kommen auch bei mir aufs Sägewerk drauf. Kannst alles brauchen, ist so. So, also, gehen wir weiter. Ausnosten. Jetzt bin ich gescheit froh. Bin ich gescheit froh. Da habe ich Angst gehabt vor dem, weil der so hoch um ist. Und wenn ich mir am Kopf erwischt, dann ist es gleich vorbei. Schaut euch das an. Oh, Wahnsinn. Ja, also, hängt mit der Stiel. 362er wieder. Und nächstes Mal kommt wieder der Husqvarna. Ja? Dabei aus und links ab und Mutterl zieht es aus. Ja, Moosbandl, ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt. Taugt völlig. So, jetzt messen wir mal wieder, mit rausbringen. Ja, hinten ist ein Faul, haben wir gesagt, da muss ich alle über einen Meter wegrechnen. 7 Meter. Schauen wir mal weiter. Ne, 1,40 Meter. Brauchen wir 1,20 Meter, brauchen wir. Das wäre das Ideale. Bringen wir raus. Schaut her. 10,80 Meter, 11,20 Meter. Bringen wir raus. 2x5 Meter. Nein, schmarrn. 11,20 Meter, doch. 2x5 Meter, sowas. Mache ich hinter Meter noch weg. Na passt das. Aber gehen vom Tisch noch. Todäste und so weiter. Dann habe ich die Oberschnalze. Obacht geben. Todäste, die Hatzer im Putzen, ist alles zu spät. Brauchst du einen Zahnarzt. Ja. So, schaut schon besser aus. Da ist so. Da ist unser Rückengassen durch. So, ich habe jetzt alle angestockt. Die Eschen, die zwei. Und jetzt gehe ich da hinten wärts. Dann nehme ich meinen Karl mit. Dann schauen wir, dass wir die über den Gipfel angerissen ist, habe ich euch ja am Anfang gezeigt. Dass wir den noch umreißen. Jawohl. Oh.
die zwei ohne Gipfel, die Länge. Einmal da, einmal da. Da kann man das auch raussitzen mit den Gipfeln. Die sind also wahnsinnig viel Ist dran. Aber die Ist kann ich brauchen. Kann ich brauchen. Aha, der Ist kann ich brauchen. Wer ist jetzt fragt, für was? Bald gibt es Neuigkeiten dazu. Ne? Und wenn aber die einen oder anderen schimpfen über die, die nicht vom Fach sind, die sollen daheim bleiben, die sollen nicht ins Holz gehen, da kenne ich mich auch dazu. Ich bin nicht vom Fach. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es die nicht gäbe, die nicht vom Fach sind und ins Holz gingen und auf einer Matratze so einen Windwurf oder einen Käfer oder und wieder umpflanzen. Wenn es solche nicht gab, dann die vom Fach ganz dumm ausschauen. Oder was seid ihr für eine Meinung? Oder? Vielleicht liege ich auch falsch. Kann auch sein. Was habt ihr jetzt für eine Meinung? Schreibt das gerne in die Kommentare rein. So. Mutterl ist wieder da. Hängt mir rot, zieh ich mir raus. Und dann passt das wieder für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv. Ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Jo, ich habe den Servus.